Willkommen zu einem neuen Stream von mir. Und wieder mit dabei ist Philipp. Moin. Wir starten auf eine Es ist kleine schön. Runde. Ja, es ist so schön, wie du fast die gleiche Antwort machst, wie ich immer. Sag, ja, hallo, willkommen bei mir quasi. Und ach ja, stimmt, dabei ist noch. Da ist ja nur jemand anders dabei. Schon die erste Werbung, wenn ich in das Tube reingehe. Und das ist Mod. Schlimm sowas. Kriegen wir überhaupt irgendwas von dem? Geht schon wieder los. Mir wurscht. Das kann dahin, das brauche ich noch. Na, wenn man schon woanders mit meinem Namen anrede, kannst du ja leider beschissen werden. Schön. Und jetzt? Da sind noch zwei offen, die, also. Ja, die werden nicht picken. Soll sie den Spielmodus nicht spielen, wenn sie nicht damit einverstanden sind, dass da jemand Mitte geht oder unten geht? Na, weil er Sender schneller hat war so. mit Schreiben. Der Sender hat sogar gesagt, er geht Mitte. Das heißt, wir haben einen Top, wir haben einen Button und wir haben einen Dings. Darex ist Support, den ist das relativ egal, wo er hingeht. Und die Ash wollte nach unten gehen. Wow. Versteht deren Problem gerade nicht. Ja, nicht. Aber nur weil es ihr Problem ist, braucht es nicht mein Problem sein. Ja, ist richtig. Muss bloß zwischendurch gucken, dass ich will meinen Laptop-Akku jetzt nicht anschließen mit 90%, dass er nicht während der Runde mal abschmiert. Ja, wohl 2 Runden LOL halten mit 90%, oder? Weiß ich nicht. Schon ziemlich ausgelutscht. Normalerweise. Gerade, ja, Gegner. Okay, warum? Ja, Gut, wir okay. haben einen 206er und einen 211er, die wahrscheinlich vom Level 11er runtergezogen werden. Wir haben einen 137er. Kann man machen, muss man jetzt aber auch nicht. Chat öffnen wir nicht mit T. Nee, mit Enter, oder? Ja. Auch nur eine dezente Umstellung von normaler, Ist die von Scheiße normaler. raus. Was? Was? Ja, dann geh halt wieder. Passt. Geh weg jetzt. Ich habe schon wieder einen Fernkämpfer. Warum kriege ich die eigentlich immer? Mein Fernkämpfer auf der Lane ist bisher noch nicht so das Schlauste gewesen. Ich hab die Lux auf der Lane. Es wird spaßig, würde ich sagen. Was zum Teufel ist Magnetresistenz? Mana-Resistenz? Fragezeichen? Achso. Das kann auch gut sein. Dann habe ich es einfach nur falsch gelesen.
Ne, Magieresistenz, ups. Guck mal. Herzlichen Glückwunsch. Ah, okay. War wahrscheinlich nur ein kurzer Timeout. Und der spielt mit mir auf der Lane. Dann ist es nicht so wichtig. Wohl, weil ich zwei Gegner hab. Also. Ja gut, dann muss halt der Supporter mal supporten. Das kann ja nicht so schwer sein. Also, der Fernkämpfer an sich ist bisher noch nicht so wirklich gut, aber er kann meine Rüstung kaputt machen, was ein bisschen ungünstig ist. Mhm. LOL ist total depper zum Essen. Ja, ist richtig. Aber Gott sei Dank weiß ich, wie man mittlerweile ohne Maus levelt. Ja. Das war ein echt guter Tipp. Wir haben jetzt eigentlich keinen Jungler, gell? Nee. Also theoretisch könnte ich junglen, aber dann ist halt Toplane frei, das macht keinen Sinn. Der Supporter ist ein Jungler. Schauen. Die Ashe ist auch ein bisschen dumm. Die schießt nicht mit mir zusammen auf den Tower. Der Supporter hat abgestaubt. Ärgerlich. Ja, also ich wäre an den Typen gerade nicht rangekommen. Ich habe den quasi vertrieben, deswegen ist das alles. Soll er halt tun. Aber das war jetzt auch nicht schwer. Wahrscheinlich ist das auch unser Supporter wahrscheinlich auch noch ein Level 200 irgendwas. Denke ich mal. Ja, natürlich. Scheiße, jetzt haben wir mich verdruckt. Ärgerlich. Ich will noch das Stück essen. Ich werde mal dreimal von der Gabel an. Alter, ich hab da auch noch so einen Arsch gerettet. Gut, also der Gegner auf meiner Lane, der wird wahrscheinlich erst im Late Game irgendwas können, so wie ich das sehe. Also klein halten. Ja. Ich hatte mit einer Attacke fast Alpha P abgezogen. Mit einer von meinen Abilities. Oh, da hatte ich die Lux festgehalten. Ja. Will ich wissen, was ich für eine Ulti hatte? Eigentlich nicht, oder? Ist bei dir schon jemand Level 6 auf der Lane, oder wer? Ja, ja. Ich und halt mein Ach so. Gegner. Na, es kommt das Hintergegner. Ich bin jetzt alle Level 6. Aber wenn ich tatsächlich ja zurück. Ja, Kaffen lohnt sich nicht da.
Die 1100 hätte ich schon zusammen für meine Schuhe. Ja, das Problem ist, sie kriegt die Schuhe nach einer gewissen Zeit. Ja. Na gut, du willst gerade den Traf machen. Oh. Okay, ich muss langsam zurück, weil ich etwas weniger HP habe jetzt. Aber vielleicht kann ich sie noch in den Turm ziehen. Das wäre ganz nice. Sorry, falls man gerade ein bisschen meine Tastatur hört. Ach so, das ist deine Tastatur. Ich bin von Maus ausgegangen. Tastatur und Maus. Ja. Fuck. Hab's verkackt. Na, ich hab kaum Mana, um die anzugreifen. Ich gehe auch gerade zurück. Fotze. Das waren die falschen Schuhe, egal. Da hat sie mal gerade den Arsch gerettet. Dann komm schon. Gib mir halt noch die letzten 10 Münzen. Aber schreiben wir jetzt schon wieder. Ah, doof ist. Aber steht 11-0. Okay, jetzt macht sie mir langsam ziemlich viel Damage. Mit Level 8. Das ist ungünstig. Ja, er hat einen Dauerangriffen. Lol, wäre die einfach im Tower easy gefickt hat. Ständig so Viecher, die die Gegner trotz im Turm stehen übelst auseinandernehmen können. Kann auch theoretisch der Warwick auch. Passiert nur bei Josef eher selten. Oder zu früh. Wo er zu low-levelig noch ist. Hey, was willst du? 660 Kills und Unterstützung, jo. Deine Karriere nimmt an. Finde es interessant, dass das Supporter quasi immer nur auf der Bottom Lane ist.
Als ob es jetzt echt im Tower gestorben ist. Der hat noch viel zu viel Leben gehabt, was hat man denn zu zweit weggeklopft? Jetzt habe ich zwei Tower Hits abgekriegt. Günstig. Eher schon. Ich stirb. Ah, Werbung. Alles klar. Ja, alle 15 Minuten. Achso. Ich hab's nicht umstellen können. Okay. Habe ich mir den Herold geholt, aber ich glaube zu. Oh lol, die ist bei mir auf der Top Lane, die ist fast durch. Ist eher ungünstig. Alter, oh, au. Hab ihre Ulti kennengelernt. Ist nicht so geil. Dass ich Hilfe brauche, wenn sie mir nicht zur Hilfe kommen, haben sie selber Schuld, wenn sie da oben durchbricht. Ja, waren ja am Weg. Ja, das habe ich ihr erst schon gesagt. Ich habe 50, was auch immer, bekommen. Ihm das, dass er uns schreibt, wie viel Gold er hat. Also sieht er das, also kann er das nicht selber unten rechts einfach lesen? Ja. Eventuell habe ich die Ulti verschossen.
doch. Sicher, dass du mit mir fertig wirst? Beschwöre. Dein Team hat einen Turm zerstört. Nein, der Turm hat noch in den letzten Metern den Herold kaputt gemacht. Schade. Ich weiß jetzt, warum ich auch Jungler spielen kann, weil ich kann mich easy an den Viechern wieder heilen. Bang. Bin mir nicht sicher, ob sie gerade ihre Ulti gemacht hat. Wenn ja, ist sie... hat sie die sehr gewastet. Okay, gegen die oben kann ich nichts mehr machen. Die hat mir gerade mit 3-4 Hits Alpha P abgezogen. Ja, die ist brutal stark. Ja. Ist da noch ein Pflänzchen, wo ich mich heilen kann? Ja, perfekt. Nein, ah. Die Steuerung mit einer 10-Euro-Maus ist echt nervig, teilweise. Mittlerweile Level 13 und ich bin Level 11. Ich habe einen schon. Nein, als ob. Ach, jetzt kam sie wieder weg. Ich hab unserem Supporter gerade das Leben gerettet. Also du hast den Supporter supportet? Mhm. Oh ja, hier rennt einer rum, der nicht mehr ganz so viel HP hat. Es war eher nicht so lecker. Nicht? Mm-mm. Nice, noch ein Drachen, sehr schön. Oh shit. Gut, dass da plötzlich drei Gegner kommen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber immerhin konnte ich mir jetzt mittlerweile sehr viel kaufen. Nun wird nicht übermütig. Ah, 50 Kanalpunkte habe ich gekriegt. Ah, ja. Habe aber alles noch nicht eingestellt. Ja, alles gut. Kommt nacheinander. Genau so finde ich 4,99 für ein Monatsabo echt teuer. Ach, hast du das auch gemacht? Nö, das ist Standards eingestellt. Ah, okay. Oh, ne, das ist keine Heirat mehr, das ist der Drachen-Dings, ne? Mhm.
Oder drachenähnliches Vieh. Drachen ist es ja nicht. Ja. Bitte nach dir. Ob der jetzt echt dann gestorben ist. Anfängerfehler. Ist natürlich jetzt eher ungut, weil die wissen jetzt, dass wir den machen. Ja, ist nicht so schlimm. Ich finde, dass er lebendig ist. Theoretisch sollten sie jetzt im Moment nicht viel gegen uns machen können. Tante tut aber weh. Oh, fuck. Meiner. Gut. Ja, der hat mich in deren Base geschubst, das war ungut. Meiner. Nein, verdammt doch nicht. Oder was? Herr Dorn, er hat jetzt echt noch auf Aufgeben gedruckt. Ja, vor allen Dingen ist gerade einer noch von uns am Turm gestorben. Oh, mies. Also mies für den. Ja, also irgendwie habe ich die auf meiner Lane dann oben gerade ziemlich vernichtet. Ich glaube, ich hätte mir früher Items kaufen sollen. Alter, bei denen ist ein Zwerg lieft. Ich schon mal zweimal reported. Kriegen die nicht sowieso eine Strafe? Ja, aber melden hilft immer. Ich habe irgendwas für Miss Fortune gekriegt. Okay. Oh, über eine Kapsel. Ich öffne auch gerade Kapseln. Oh, was kriege ich für einen neuen Smiley? Oh, ein Cupcake-Smiley. Ah, okay, Dings habe ich gekriegt für das, dass ich mit Miss Fortune die 660 Kills und Unterstützungen gemacht habe. Also eine Belohnung quasi. Jetzt sind meine Smilies voll, jetzt habe ich 5 Stück. Irgendein neues Symbol habe ich auch gekriegt. Naja. Die kennen wir irgendwoher.
Willst du sonst top gehen und ich gehe Mitte? Erstmal Wurst. Ja, Mitte. Also was jetzt? Gemitter. Okay. Oh. Wer kennt's nicht? Falsches Zeichen. Ja, wieder 50. Jetzt habe ich 100. Was kann ich jetzt machen? Ich kann meine Nachrichten. Gut, meine Nachrichten werden sowieso schon hervorgehoben, weil ich ja Mod bin. Vielleicht meinst du jetzt noch besser hervorhoben. Mit 350 von den Dings kann man Nachricht im nur Abo-Modus senden, obwohl man kein Abo hat. Oh, okay. Ja, es war pro Nachricht 350 kosten, ne? Das weiß ich nicht. Die haben noch keine Schnitte gegen uns. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Gut, der Level 59 Master Yi, der könnte ein bisschen nervig werden. Wenn er gut spielt, ja. Der hatte auch einen Skin für den. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er eventuell die eine oder andere Spielstunde hat. Ah, okay. Boah, Philipp, ich muss dir nachher noch Fotos schicken. Ich habe in der Firma, als er Werkzeug macht, das mehr oder weniger komplett allein ich gemacht habe. Von Kühlung, Vorbereitung bis hin zum finalen Zusammenbauen. Und das haben sie gestern auf die Maschine aufgetan und gespritzt. Und ich so zum Party so, du, wie schaut denn das aus, wenn einfach so zwei Teile von dem Ding verschwinden? Was ist denn dann? Wenn es keiner mitkriegt, ist nichts. Schau uns an, darf ich die haben? Jetzt habe ich zwei Teile, die aus einem Werkstück, das ich komplett alleine gemacht habe, bei mir daheim liegen. Nice. Das ist so, wie ich auf Arbeit HDDs auseinandernehmen durfte und mir davon die Dings genommen habe, die Magneten. Was hast du gemacht? HDDs auseinandergenommen und mir die Magneten genommen. Wieso das? Keine Ahnung, Also, einfach wieso du so. den Magneten haben wolltest? Mitbringen sie. Die sind echt, also relativ stark tatsächlich. Ja, das war's, ich war schon mal eine HDD zerrupft. Und die haben gesagt, kannst du dir behalten. Ja, naja, gut. Ja, da hat ja aber lieber die ganze HDD genommen. Ja, das geht ja nicht, weil da sind Daten drauf, die nicht raus dürfen. Also die Festplatten werden halt verbrannt. Ja, eher ungut, hat die sagen. Deswegen auseinandernehmen kein Problem, aber danach wird sie verschrottet. Schade. Wer weiß, wie alt die gewesen ist. Weiß ich, genug Speicherplatz hat, ist mir wurscht, wie alt ist. Zum Videos und Filme speichern. Ja gut, stimmt auch wieder. Ist mir wurscht, ob die 3 Jahre alt ist. Hauptsache, sie hat viel Speicher. Stimmt, der kann mich ranziehen. Meiner kann mich von einem Hai auffressen lassen. Ja, der Mordekaiser teleportiert mich halt in eine andere Dimension. Das ist auch nicht so viel nicer. Ich finde es einfach voll nice, dass ich jetzt mittlerweile Runen freigeschalten habe. Das Machen war das was? Leben. Runen. Ja, Machen das das Leben kann so viel genau was. einfacher. Ich kriege jetzt bei gewisse unter gewisse Voraussetzungen
kriege ich so kleine Blume, die Mana und Leben von mir heilt. Ja. Scheiße. Natürlich bin ich am scheiß Vasallen gestorben. Ärgerlich. Sayi und Mordekaiser, ungünstige Sache. Aber easy weggekommen, okay. Nice one. Der ist von der Mitte. Ja, hab's gesehen. Aber die anderen beiden sind nicht mehr da, also. Ja, der holt den Mordekaiser, denke ich. Weißt du, was ich voll geil finden darf? Wenn Mr. Beast bei uns im Stream spenden darf. Ja, ist richtig. Aua, aua, aua. Ich glaube, er hat sich gerade beschwert, warum ich nicht ihm geholfen habe, aber mit Hälfte Leben kann ich gegen Master hier genau nichts mehr tun. Dann passiert das, was er gerade mit mir gemacht hat. Ich bin einfach tot. In deinen Augen leuchtet die Gefahr. Darauf stehe ich. Aber ja, also hast du denn schon Spenden aktiviert? Abos schon aktiviert. Ja, okay, das geht auch. So eine Spende von Mr. Beast oder so? Ja, nehmen tun wir die gerne. Das bedeutet bestimmt einen neuen PC, oder? Ja, weiß ich nicht. Arbeitskollege hat so gemeint, ja, was das ist jetzt, wenn Mr. Beast da 10.000 Euro spendet? Wieso die schon, was ich da? Darf ich das sogar aufteilen? Sogar wenn ihr, aber wir haben ja gesagt, die Spenden, was in Armstream reinkommen, wenn du Lone streamst, kann ich ja dir. Aber ich glaube, ja, wenn Mr. Beast jetzt so 10.000 Euro spenden darf, da die Dächter schmeckt echt toll. Oder zumindest sagen, ja passt, legen wir das Geld zurück und haben uns dann, keine Ahnung, wenn ein neues Spiel rauskommt, das Spiel oder so. Bei 10.000 Euro. Also das, was bei mir natürlich jetzt als nächstes anstehen würde, wäre natürlich, wie wir wissen, eine CPU, damit ich auch anderes, also ein bisschen mehr streamen kann, ein bisschen andere Spiele und so. Ja, da die bei mir vermutlich auch upgraden. Stirb an der Blutung. Ha! Er konnte nicht abstauben. Auf geht's. Ja. Also ich hab gestern mal mit meinem Papa gequatscht, so. Weil theoretisch, also du versteuerst ja alles, sozusagen. Mhm. Das Problem ist, man müsste, also wenn es eine Dimension annimmt, dann müsste man wahrscheinlich ein Gewerbe annehmen, ja. Anmelden. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn man das nur in Österreich tut, weil wenn du uns quasi in Deutschland bezahlst, müsste man vielleicht auch in Deutschland das anmelden. Mhm. Und auch, und dann würden wir ja quasi von dir so eine Art Gehalt kriegen und ich weiß nicht, ob... Aua, fuck. Und ich weiß nicht, ob das nicht dann, ob ich das dann nicht auch noch versteuern müsste. Und doppelt versteuern ist halt nervig, ne? Vor allem versteuern machst du dann dreifach. Ja. Gut, wenn keiner mit mir einen Drachen machen möchte. Dann wäre es tatsächlich sinnvoller, wenn dann, wenn es einer von uns haben möchte, das Geld quasi, das dann sagt, geht auf mein Konto sozusagen. Dass ich dann einfach ein Konto anlege von dem und dafür PayPal einrichte und es meldet sich einfach an. So würde das auch gehen, ja. Weil jetzt ist aktuell so, falls wir Spenden kriegen sollen, gehen die bei mir direkt auf PayPal und nicht auf Dings. Ja. Weil ansonsten kann ich das schlecht trennen. Ja, klar. Vor allem ist die neue Bank ein bisschen beschissen. Ich kriege jetzt mal eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, wenn ein oder Ausgang einer kommt. Was? Das ist ja nervig. Oh, shit. Mhm. Weil ich sofort ist ja voll geil. Ja, für die vielleicht. Der was zwei Ausgaben im Monat hat. Aber nicht, wenn du jede Woche einkaufen gehen musst, wenn du andere Buchungen hast. Ich will nicht informiert werden, dass am Anfang des Monats 400 Euro in Flatex gehen oder Pandora ausgezahlt wird. Das weiß ich, das habe ich eingestellt.
Ja, bei mir ist es ja auch nicht viel anders. Also ich bezahle ja alles mit meinem Handy und wenn jede einzelne Sache jedes Mal sagt, ja, guck mal hier, du hast eine neue Ausgabe, ja, ist mir schon klar. Die habe ich gerade selbstständig getätigt. Wäre gerade zu doof, einen Mordekaiser zu töten. Ich will einfach echt keinen den Drachen machen. Ich brauche erstmal Leben. Hier hinten war doch irgendwo eine Pflanze, oder? Da müsste die Pflanze sein, da wo ich da gepinkt habe. Ja, es gab doch auch noch eine hier hinten, oder? Ja, aber ich glaube, die ist noch nicht ready. Ja, habe ich geweckt. Kann natürlich auch Mach. gut sein, dass der Master Yi sich Habe das. ich eigentlich das erzählt, dass wir schon wieder einen Arbeitsunfall gehabt haben? Nö. Der Arbeitskollege in der Bude ist von der Duschierpresse angestiegen und hat sich die Kniescheiben ausgeschossen. Oh. Ich bin beim anderen Kollegen zu euch gestanden, auf einmal sehe ich, wie er aussteigt, zurückfliegt, hinfliegt auf den Boden und auf einmal hat er einen Schrohr anlassen. So ungünstig umgeknickt dann quasi. Ja, er hat sozusagen das Knie in die falsche Richtung gedreht. Ein Mies. Knie ist natürlich nicht dafür da, dass du es in die falsche Richtung abbiegst. Er hat es aber schon öfters gehabt. Das heißt, er hat gewusst, die Kniescheiben was. Ja. Warte. Ich habe auch das Ding eingesammelt, aber ich habe halt zu wenig HP gerade, um irgendwas machen zu können. Oh. Er geht auf die. Ich bin's langsam, Philipp. Ja, hab's gemerkt. Sorry. Hat sich auch in mich rein teleportiert. Ja, mit den Schubtaschen, das habe ich ja, aber. Alles gut. Jetzt hat Einstoff das Gegnerteam in Drachen gemacht. Na, jetzt habe ich die Ulti verschissen. Nice. Ich würde zu dir kommen und den Herold dann loslassen. Am besten von der Mitte aus, dass ich vielleicht dem Fisch noch mal ein bisschen was mitgebe. Oh, der Fisch ist auch verschwunden. Kartoffel. Ach man. Dann halt nicht. Tu es. Hi, ich habe einen Freund hier. Jetzt Möchtest du lauf. da reinrennen? Oh, warte. Sind ein paar wenige Vasallen plötzlich da. Langsam, langsam, aua. Mordekaiser geht, glaube ich, wieder. Ne, doch nicht. Du würdest nicht mit Mordekaiser in eine Dimension kommen, oder? Theoretisch ist es kein Problem, praktisch habe ich kein Mana und kein Ulti ready, also. Ich habe alles und alles ready. Problem ist, ich sollte nicht mit ihm in die. Ich kann noch nicht so viel tanken. Sicher, dass du mit mir fertig wirst? Aua. Ja, nutzt nichts, ich muss Mana holen. Naja. Ich chill mal kurz hier. So, Top Lane spielen wir nicht mehr, oder wie? Nö. Oh, der Kaiser ist ja mit hier. Also ich könnte, aber dann kommt der Mordekaiser automatisch wieder zu mir und das will ich ja nicht. Ich dachte, wir können vielleicht einen Moment schneller durchpushen, aber es hat nicht ganz so gut funktioniert. Master, ich werde gleich mal irgendwo von unten kommen.
Ja. Ja, noch gehen sie auf den Turm. Aber wenn der kommt, dürfen wir nicht ineinander stehen. Auch wenn das einen sicheren Tod für mich bedeutet. Mordekreis ist wieder oben. Ja. Geh gleich wieder hoch. Vielleicht. Mal gucken. Gott, aua. Oh, ich feed die Gegner gerade so sehr. Shit. Auf geht's. Na, ich habe erst eine falsche Sache gekauft. Shit. So ein Arschloch. Mir helfen. Der Master hier. Hey, Werbung. Kriegen wir einfach eigentlich Geld für die Werbung? Ja, ich glaube pro 1000 Aufrufe 3,50 €. Uff. Ja, wenn du denkst, wir sind mit 50 Abonnenten und haben fast schon 1000 Aufrufe. Ja, aber pro 1000 Aufrufe ist eine dezent andere Sache als... Ja, jedes Mal, wenn wir 1000 Aufrufe schaffen, kriegen wir... Oh, klar. 3,50 €. Mann, er hatte so wenig HP. Kein Problem. Die sind alle da. Ja, Mordekaiser ist oben. Oder hat sich mittlerweile schon wegteleportiert, das kann auch gut sein. Warte, haben wir gerade den Drachen? Nee, haben wir nicht. Unsere Leitmachung kann Drachen. Als ob der Mordekaiser wusste, dass ich unten auf die Lane gehe. Auf die mittlere Lane gehe. Wir sollten den Drachen machen, ey. Ja. Weiß nicht, wo der Master je hin ist. Ja, beim Drachen um. Ganz sicher. Ich weiß, was ich tue. Ja. Nein, meine Ulti ist noch nicht ready. Fuck. Ich muss dich da allein lassen. Keine HP mehr. Mordekreis ist weg. Der Masti hatte auch nicht mehr viel, aber kanalisiert wahrscheinlich irgendwo. Ja. Ich habe nicht gesehen, dass meine Ulti noch nicht ready ist. Sonst hätte ich den Masti vielleicht nicht gleich rangezogen. Dann kann es natürlich jetzt gut sein, dass sie den Dings gekriegt haben. Herold. Mal bis jetzt nicht. Jetzt. Er hat gerade noch den Rest gesetzt, quasi. Darauf stehe ich. Aber ziemlich ausgeglichen. Im Druck. Sag jetzt bloß, du bist noch gestorben. Nee, nee. Aber ich habe seine Ulti noch abgekriegt. Das heißt, ich muss wieder zurückgehen, um meine HP zu regenerieren. Mhm.
gehen Mordekaiser bumsen. Ja, ich komme mit. Seine Rüstung ist halt das, was er jedes Mal macht. Sobald er halb HP hat, kriegt er halt wahrscheinlich auch Lebensraub oder sowas. Auf geht's. Er hat gewusst, dass sie kriegen. Das ist eher ungünstig ja. Jetzt. Ich weiß zwar nicht, wer er gewusst hat, dass sie kriegen, aber... Oh, ihn juckt das überhaupt nicht. Er kriegt so wenig Damage vom Turm. Aber er hat sich zurück teleportiert. Ich habe ein gutes Gefühl hierbei. Krass, wie hoch der Mordekaiser jetzt schon ist. Level 13, ey. Aber ich mach dem Fisch auch relativ wenig Damage. Ein Verbündeter wurde getötet. Kein Problem. Jetzt ist das andere Drachenfeder. Ja, what the fuck, Alter, ich kann ja einfach die halbe Zeit nicht angreifen. Alter, wenn er mich zweimal mit seiner Attacke trifft, hat er über die Hälfte, also zieht er mir ein Dreiviertel vom Leben ab. Ist das lächerlich? Der Mordekaiser hatte doch gar kein so hohes Level. Kann der mich denn so auseinandernehmen? Ah, nee, der Turm ist fast down. Jetzt. Haben. Nice. Master Yi ist noch irgendwo. Können wir einen Drachen machen? Ein Beschwörer hat das Spiel verlassen. In deinen Augen leuchtet die Gefahr. Das ist einer von uns, ja, war's. Da ist der Master Yi. Ich kann nichts gegen ihn machen. Ich auch nicht. Er macht mich auch easy. Holy shit. Wie falsch ich Master Yi dann am Anfang gespielt habe, ne? Ach, ich habe sogar schon 550 von den Kanalpunkten, wenn ich es richtig sehe. Ist mit deinem privaten Twitch drin, oder? Mhm. Push mal Midlane. Ich will, dass ich ein bisschen lecke. Also uns ein bisschen beeilen, Mordekaiser ist oben. Ja, wenn man so viele sein kann, auch gar nichts machen. Oh nein,
wie locker er uns macht, holy shit. Wie er einfach das ganze Team macht. Ja, der wurde auch ein bisschen gefeedet. Jetzt haben wir Level 16 jetzt. Aber wie ausgeglichen es ist, es steht einfach 33 zu 33. Und ich habe 7 Tode davon. Ich habe 8. Oh, stimmt. Aber du hast ein paar mehr Kills und das ist. Die ich nicht ab. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, nach draußen zu gehen, wenn der Master Yi da irgendwo ist. Unter anderem. Lauf! Ich kann nichts machen. Schade. Hab ich gesehen. Können wir abstauben gehen, aber es macht halt auch keinen Sinn, wenn der Master Yi da ist. Ja, die werden gleich den anderen Drachen noch machen. Test? Ja. Hör dich. Alter, der Mordekaiser ist auch Level 15. Kann er mit Level 11 nichts mehr machen. Mach mal kurz den Drachen mit, bevor der Master Yi dann wiederkommt. Mhm. Der hat nur 43 Sekunden. Nein, warum ich? Oh, oh Gott. Okay. Da waren sie plötzlich wieder alle da. Mhm. Oh, das ist einfach Level 17. Ja, das ist übel. Wie kann der denn nicht auseinandergenommen werden von denen? Oh, sie hatte den Master Yi fast. Ach, schade. Mhm. Jetzt hat er wieder Full AP. Ja. Drei Vasallen oder so getötet. Hi, Alpha Einhorn. Hallöchen. Hey, Euro Captain Jake. Willkommen zu einem neuen Track. Ich habe ein gutes Gefühl hierbei. Wir müssen ihm helfen. Lauf. Okay, lauf nicht. Retour! Ah! Alter, wie viel Leben der hat. Kein Problem. Ein Beschwörer hat das Spiel verlassen. Wow. So ist die Ulti ganz sicherlich sinnvoll.
Alter. Ich habe den Master Yi noch nicht mal gesehen. Kann schon nicht. Halt einfach ein Quadra-Kill. Auch okay für mich. Segel setzen. Kann man Drachen machen. Als ob die jetzt alle zurückkommen in Drachen machen. Je schneller wir den klatschen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Master hier den nicht kriegt. Master Yi. Oder so. Irgendwas ist über uns geflogen. Oh. Ich weiß, was ich tue. Master Yi von hinten. Ich kann nichts gegen den machen. Gar nichts. Nicht. Alter, der holt mich noch easy ein vor der Base. Ja. Und ich kann mich nicht teleportieren. Holy shit, wie schnell der ist. Wie viel Leben hat der Typ denn? Die Gefahr, darauf stehe ich. Nicht übermütig. Da fehlt noch einer, dann ist es der Pentakill. Kriegt sie hin? Jo, alles klar, Respekt. Wollen wir uns noch mal neue LOL-Accounts machen? Und hoffen, dass wir dann die Pentakills machen? Nice. Wir sind gleich alle wieder da, ne? Mhm. Ich verpiss mich da mal. Ich stell mich da mal noch ein bisschen nach hinten. Ja, irgendwas muss man ja abstauben können. Hm? Das schon mal nicht. Wie kann er denn auf mich gehen und dann irgendwo inmitten von euch rauskommen? Ach, das ist so nervig. Mastion ist Level 18 und ich bin Level 16, nicht ansatzweise Fullbild. Ich bin Level 14. Oh. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt Fullbild. Aber du kannst zumindest jetzt einen Tower mitmachen. Oh lol. Nicht nur den Tower. Ganz gemütlich.
Sie haben ja auch die Ehre gelassen, mit, mit geringsten Level wahrscheinlich das Ding zu killen. Passt schon. 40,9, Alter. Wie sich der eine noch beschwert hat. Tja, so eins kann ich mal auf jeden Fall noch machen. Ja. Ich finde es so geil, dass sie Magnus einen Zug geholt haben. Ja, das ist schon cool. Nächste Saison kommt dann noch Grosjean mit dazu, wenn mit Mick wechselt. Dann haben sie wieder das alte Haas-Team. Ja, was mir leider nervt, ist, dass Magnussen jetzt, nicht Magnussen, Mazepin jetzt klagen will. Ja, ich weiß ja nicht, was in dem Vertrag drinsteht. Ob sie den Vertrag einfach so auflösen dürfen oder nicht oder was auch immer. Aber ich habe das bisher noch gar nicht gelesen, dass er klagen will. Wohl, er möchte sich jetzt für alle Sportler einsetzen, die im Kampf um die Spitze jetzt nicht mehr mitkämpfen dürfen, wegen Putin. Ja, das ist, also ich kann es irgendwo verstehen, dass sie sich jetzt verarscht fühlen, weil die ausgeschlossen werden, obwohl sie nichts dafür können. Aber die Ukraine kann da nichts dafür. Ja, eben. Also heute, als ich beim Friseur saß, die haben sich eine Viertelstunde lang, also quasi nicht die mir die Haare geschnitten hat, sondern ihre Kollegin und der Gast quasi, oder Kunde von ihr, die haben sich halt eine Viertelstunde lang darüber aufgeregt, dass die Spritpreise jetzt so hoch sind. Und dass sie doch überlegen, jetzt irgendwie in Teilzeit zu gehen oder, also nicht Teilzeit, in so, wie heißt diese geringe Zeit? Teilzeit? Nee, ist das nicht, das ist doch nicht Teilzeit, oder? Doch, Teilzeit ist like gewisse Stunden. Ja, irgendwie sowas wollten die machen halt. Und die haben sich die ganze Zeit über die Spritpreise beschwert halt und dass es denen doch so schlecht geht und dass sie dann von ihrem Gehalt nicht mehr viel übrig haben. Aber an die Leute zu denken, die in der Ukraine sind, die gerade abgeschlachtet werden quasi. Ja, aber es geht darum, dass nicht. Weil irgendein Politiker hat gesagt, ja, aus Solidarität senken sie die Steuern für den Benzin nicht. So. Ich weiß nicht, was es der Ukraine nutzt, wenn wir 2,50 Euro für einen Liter zahlen. Ja klar, aber sich die ganze Zeit darüber aufzuregen und nicht einmal daran zu denken, dass es anderen viel, viel schlechter geht. Ja, aber muss ich mich immer mit anderen vergleichen? Ich meine, klar geht es denen schlecht. Klar tun sie mal laut und so. Aber das nutzt mir ja dann auch nichts, wenn ich im Monat 500 Euro für den Sprit brauche. Ja, das ist richtig. Mein Arbeitskolleg ist ernsthaft beim Überlegen, der braucht jetzt im Monat, hat es ausgerechnet, der muss circa einmal die Woche tanken. Ja. Bei uns hat heute der Spritpreis, der Benzin, auf der normalen Tankstelle 2 Euro erreicht. Ja. Ich habe am Montag für 1,66 getankt. Wir sind immer noch in der gleichen Woche. Nur 4 Tage später. Und wir sind bei 2 Euro. Auf jeden Fall hat er gemeint, er kann genauso gut bei sich im Dorf beim Nachbarn anfangen zu arbeiten. Ja. Bleib ihm netto im Endeffekt das gleiche, wie wenn er nicht tanken gehen muss. Wie ist denn das eigentlich? Also, also klar, irgendwo hat man sich ausgesucht, halt irgendwo zu arbeiten und halt, keine Ahnung, 100 Kilometer weit weg zu wohnen. Also irgendwie so hat man so ein bisschen, ich sag jetzt mal Mitschuld dazu, also man kann nichts dafür, wenn man sich entschieden hat, da zu wohnen, weil es da schön ist und halt woanders zu arbeiten, dann ist das so. Aber da kann man sich auch ein bisschen an seine eigene Nase fassen. Aber auch wenn man, ich keine Ahnung, wenn du in der Stadt wohnst, brauchst du jetzt nicht unbedingt das Auto.
So wie Na, du es brauchst jetzt nicht. gemacht hast, du holst ja halt einfach ein Ticket für die Öffis. Für die Leute, für die es nicht geht, die halt einfach Pendler sind, das ist halt richtig Kacke. Ja, eben. Das Problem ist, mein Arbeitskollege, der wohnt in Seefeld. Das ist schon ein Stück weg, aber jetzt nichts Tragisches. Das Problem ist, dass du das, also ignorieren wir mal beim Umzug die ganzen Kosten, die anfallen, wie übersiedeln, Kaution und sowas. Lassen wir mal den ganzen Scheiß weg. Dann tat da, wenn er nach Innsbruck zieht, halt 500 € mehr Miete zahlen. Ja, super, dann hat sich das genau einen Scheißdreck gebracht. Ja, ist richtig. Aber bei euch in Österreich, also ich glaube, ihr Österreicher habt vielleicht sogar mit eurem 13. Gehalt und sowas noch ein bisschen 13., weniger, 14., gell? oder 13., 14. sogar, noch ein bisschen weniger Probleme als wir Deutschen, wo sowieso die Preise irgendwie immer höher sind als in Österreich. Ja, das Problem ist, was bringt mir jetzt der 13. Gehalt, wenn ich den erst in 4 Monaten krieg? Der bringt mir Ja, jetzt ja wenn nichts. du den von vorher schon so ausgegeben hast, ist doof, ja. Ja, sicher. Ich habe heute auch mit einem Arbeitskollegen über das Thema Geld geredet und er hat von der Firma einen gestellten Leasingwagen. Er zahlt 501 € für einen neuen Mercedes, inklusive Sprit. Also die Firma zahlt in Sprit. Ja. Und hat halt jetzt gemeint, ja, wenn die Firma sagt, sie wollen jetzt mehr, also mehr als die 510 € fürs Auto, dann hat er gemeint, also er hat für seinen Schlüssel so eine geile Carbon-Umrandung, hat er gemeint, die Ohren und legt ihn in den Schlüssel hin. Weil die 510 € bleibt er von seinem Nettogehalt, gell? Nicht von seinem Bruttogehalt. Ja. Aber es ist allgemein komisch, dass er für seinen Firmenwagen bezahlt. Ja, die Leasingrate. Ist ja Privatnutzung. Es gibt auch Firmen, die sagen, hier kannst du auch privat nutzen. Und Ja, man muss meistens irgendwie Fahrten buchen und sowas schreiben. Und sie zahlen dann Sprit nicht. das weiß ich nicht, wie das ist. Das kommt sicherlich auf die Firma immer drauf an. Ja, auf jeden Fall sein halt 5. Alter, was tust du? Das erste Blut geben. Ach, come on. Als ob. Wie viel Schaden er mir macht. Holy shit. Ja, der hat halt auch irgendeinen Skin für den, ist klar. Ja, push halt in die Gegner ein, du blöde Kuh. Na klar. Dass du mit mir fertig bist, beschwöre.
Ja, Arbeitskollege hat halt so, also, erste Feststellung: Die Deutschen können keine Notrufnummern. So. Zweite Feststellung: Der Deutsche hat noch nicht verstanden, wieso man Fahrzeuge nicht leasen sollte. Dass nur Firmenleasing Sinn macht. Was hat das erste zu, also Ja, dadurch, dass wir ja schon wieder einen Notfall gehabt haben, hat er so gemeint: Ja, Julia, wenn Ruf, was für eine Nummer wählst du da jetzt eigentlich? Weil bei eigentlich ist es die 112. Die gibt es bei uns zwar auch, aber ist eher unüblich, dass man die verwendet. ah, okay. Das wusste ich zumindest auch nicht. Ist in den USA, ist es 911. Das ist einfach. Was ist es denn bei euch denn? Bei uns ist es die 144 für die Rettung, die 133 für die Polizei und die 122 für die Feuerwehr. Die 147 für einen Euro-Notruf, die 417. Bin ich mir gerade nicht sicher, für Rad auf Draht. Die Vergiftungszentrale ist eine normale Nummer, weil es kein Notruf ist. Ja. Auf jeden Fall hat er jetzt einmal gefragt, ja, was kann ich denn anrufen? Aber wir haben gesagt, ja, im Zweifelsfall immer ein Euro-Notruf, bevor du eine Stunde überlegst, welchen Notruf jetzt wählst. Solltest du aber medizinische oder feuerwehrtechnische Hilfe benötigen, ruf gleich bei der 144 an oder bei der 122, weil dann landest du in der Leitstelle, die eine Ahnung davon hat. Ja, irgendwer leitet dich schon weiter oder Ja, sagt dir welches, na eben, welche Dings. das ist genau das Problem, weil wenn du die 133 anrufst, landest du zwar auch in der Leitstelle, aber in der Polizeileitstelle. Und es macht aber bei uns einen ziemlich großen Unterschied. Weil in der Polizeileitstelle, die ist extern, also Feuerwehr und Rettung sind eine Leitstelle. Ja, klar, ist ja bei uns auch so. Ja, weil eben die Polizei sich ja nichts sagen lässt. Das heißt, wenn du jetzt jemanden reanimierst, ich gehe davon aus, dass der in der Polizeileitstelle die auch sagen kann, wie du drucken musst. Ich meine nur, aber der könnte dir auch sagen, ja, nee, wähl mal die und die Nummer, quasi. Na, der leitet die nicht weiter, der leitet den Einsatz weiter. Das geht auch. Aber wenn du jetzt natürlich irgendeinen speziellen Fall hast, gerade medizinisch oder feuerwehrtechnisch, dann ist es halt gescheiter, du rufst gleich die an, die eine Ahnung haben. Ja, aber wenn du die Nummer nicht kennst, sondern nur eine Ja, weißt, bevor du quasi. nix kennst. Wieso stirbt denn der Typ nicht? Ich versteh's nicht. Ja, Fazit, lieber 144 oder 122 anrufen. Der ist wieder nicht am Turm gestorben. Der hatte keine HP mehr. Wie funktioniert das denn? What the fuck? Ich versteh's nicht. Ich versteh den Gegner nicht. Was ich tue. Ah, das ist wieder der. Ja. Irgendeiner heult rum. Von unseren Mates. Arbeitskollege hat mir heute einen Tipp gegeben. Ja, Julia, wenn du auf dein Bickerl sporst, spor jeden Monat einen Bruchteil davon und tust dir leichter. Schau dir das an, du Patti. Ich glaube, ich bin die Einzige da herinnen, die ein bisschen mehr auf dem Konto hat. Da brauchst du mir nicht erklären, wie man spart. Ach so, ja, dann. Easy. Ist zwar total lieb gemeint, gell, aber. Viel Beute für die Meute.
Warum? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wo kommt denn der Typ jedes Mal? Ey, jetzt stoppt er den Herold ab, Mann. Das war sogar der andere jetzt. Ja, geil. Nee, war doch nicht der andere. War der von meiner Lady. Ich versteh's nicht. Woher wusste er denn jetzt, dass ich den Herold mache? Ich werde doch gar nicht angezeigt. Wow. Er kriegt einfach kein Damage, das kann doch nicht wahr sein. Er kommt jedes Mal mit 2 HP wieder zurück, Mann. Ich versteh's nicht. Ich kann den Typen nicht killen, der macht mir so viel Schaden. Was für Level ist denn der? 10. Hm. Okay. Ich kann nichts gegen ihn machen und er killt mich auch jedes Mal. Ich gehe 2 Sekunden aus der Base raus, bin tot. Segel setzen. Ein Gegner wurde getötet. Gefühl hierbei. Der Typ jungelt auch noch dazu und killt unsere Leute weg. Ich weiß, was will der denn die ganze Zeit mit seinem Just FF, lol? Holy shit, der hat alles weggejungelt hier. Du hast einen Gegner getötet. Da steht 12-0. Musst du schon drängen? Angeln. Ich kann nichts gegen den Typen machen. Geht nicht. Und sobald ich mich irgendwie zeige, bin ich tot, weil der Typ jedes Mal mich tot macht. Dieser Mr. Malta geht mir halt auch so dezent auf den Sack.
Ritter wurde getötet. Trotz Fleiß nicht. Gegnerischer Doppelkill. In deinen Augen leuchtet die Gefahr. Lehn das einfach nur ab, damit dieser Mr. Malta. Ja, mach ja so. Mal kriegt. Kein Problem. Pascal, er geht wieder. Ich bin 2 Sekunden aus der Base raus. Er hat mich 3-Hit gemacht. Kannst du noch nicht reporten, geht euch nachher im Screen draußen. Bringt euch das denn da hinten, wenn der Typ hier vorne durchbricht, ey? Ja, sorry, Kimble. Ja, nee, ich meine nur, dass er die ganze Zeit da markiert, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich will ja nur erwähnen, dass er auch erst Level 10 ist und sein Gegner genauso gefeedet hat, wie ich mein. Jetzt kriegt er aufs Maul. Toxic werden? Nein. Du darfst im Ingame-Chat toxic werden, du darfst es nur nicht laut im Stream machen. Ja, ist richtig. Ich weiß, was ich tue. Was will man noch nicht, was FF draußen soll, aber. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das kann irgendwas wie Surrender draußen, aber. Na, fuck, ich hab die Ulti verschossen. Er hat sich genau in dem Moment auf die andere Seite geportet. Ärgerlich. Mies. Ernsthaft wurde mir der Kill jetzt noch abgestorbt. Ach man. Nun wird nicht übermütig. Er ist schon wieder hier oben. Es macht keinen Sinn. Er killt mich so locker. Der hat mir in 2 Tower getötet. Im Border Tower drinnen, gell? Jetzt ist er wenigstens dabei. Nee, er ist nicht dabei gestorben. Nö. Nee. Es macht keinen Sinn, Alter. Dieses Charakter ist so nervig. Ja, guck mal, da liegst du. Deinen oh. Augen leuchtet die da bist du respawned. Darauf stehe ich. Okay.
Ja, was? Oh, shit. Der tötet mich mit 3 HP. Mit 3 HP hat er mich gekriegt. Ja, der, und der war schon wieder unbesiegbar. So, ganz viel Liebe verteilen. Ich hab das falsche gelevelt, shit. Toll. Steht echt 09? Ja. 091. Oh. Ja, alles klar. 010. Er hat mir mit einem Hit 500 Damage gemacht. Immer diese guten Unterhaltungen im Chat. Finde ich auch toll. Hast du super gemacht, Philipp. Bin ich stolz weiß. Auf dich. So, wer war das jetzt? Der Mister irgendwas, Mister. Gell? Ja. Yeah. Spielverderber negative aufgeben. Einstellung, Beleidigung. Sexismus natürlich auch noch. Perfekt. So Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dahin, ciao.